Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Bambi Plattfuß und heute werde ich was Süßes vom Mini Kamado zaubern. Und was seht ihr gleich nach meinem Intro? Was es heute gibt, es gibt diese geile Chocolate Brownie Pfanne. Die habe ich mir beim Action gekauft. Auch da, wo ihr den Mini Kamado kaufen könnt. Ich glaube, das waren 2 Euro oder sowas. Also, das war echt pillepalle billig. Und wie das geht, seht ihr jetzt gleich. So, zuerst heizen wir mal unseren Kamado an. Das wurde ich auch gefragt. Ich nutze eigentlich am liebsten hier diesen ganz billigen Loopfly. Da habe ich mir bei Obi gekauft für 10 Euro. Und wie ihr sehen könnt, habe ich gestern auch nur hier mein Dichtungsband mal gewechselt. Ich werde einfach unten in der Beschreibung mal verlinken, welches ist. Das ist die von Monolith. Einfach putzen, neu draufkleben, schon ging das. Und jetzt mache ich erstmal heiß und dann sehen wir uns gleich. Da die gusseiserne Pfanne in diesem Set nicht wirklich eingebrannt war, habe ich die jetzt einfach schon mal mit Öl eingerieben und einfach mal jetzt hier kurz aufs Feuer draufgelegt und lasse mal ganz kurz einbrennen, sodass er nachher hoffentlich mir nicht alles vollklebt. Ich empfehle es mal zu machen, ob das wirklich Sinn hat, weiß ich noch nicht, werde ich dann nachher sehen. Wir heizen jetzt unseren Kamado vor auf 175 Grad laut Anleitung. Das heißt, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Puffer. Und meine Frau hat in der Zwischenzeit schon den Teig angerührt. Dafür haben wir benutzt, es waren 50 Gramm Butter, einen Schluck Wasser und dieses Mehl haben einfach zusammengerührt. Und natürlich brauchen wir dann die Pfanne. Die lasse ich jetzt mal ein bisschen abkühlen. Und hier habe ich noch Toblerone, die kommen dann gleich da rein. So, ich muss natürlich das Ganze jetzt mit meinem Handschuh anfassen, denn ich habe die Pfanne gerade erst nur eingebrannt. Und dann werde ich die jetzt für circa, was war's, ich glaube 15 Minuten laut Anleitung, schaut hinten drauf, bei 175 Grad in den Kamado stellen. So, grobe 7 Minuten sind jetzt schon vergangen. Jetzt schauen wir doch mal kurz rein, wie es bisher aussieht. Und boah, das sieht doch schon richtig gut aus, diese Brownie Cake. Den lassen wir jetzt aber noch voll durchgaren. So, die Viertelstunde ist nun um und wir werden nun schauen, wie das Ganze geworden ist. Boah, sieht ja nicht geil aus? Ich nehme mich mal näher hin, dass ihr es genau sehen könnt. Super geil sieht das Ganze aus. Dann werden wir den jetzt hier einfach auf den Blech seitlich stellen zum Auskühlen, 5 Minuten. Und dann werde ich ihn nachher mit meiner Frau, meiner Tochter genießen als Nachtisch. Wow, wie ihr sehen könnt, es hat sich echt nochmal gelohnt, die Pfanne vorher einzubrennen und kurz einzufetten. Ey, mega geil rausgegangen. Und jetzt schneiden wir den Brownie doch mal an hier. So, wie ihr sehen könnt, er ist noch sehr warm. Und ich probiere es einfach hier mal ein Stückchen. Lecker. So. Ich hoffe, euch hat dieses ganz kurze Video mal wieder gefallen. Ich wurde nämlich gebeten, öfter solche kurzen kleinen Grillvideos zu machen oder auch sowas zu zeigen, wie hier beim Action zum Beispiel, was man testet, so billig, heimer, sage ich mal. Aber für 2 Euro, allein schon wegen dieser Pfanne, hat sich, finde ich, schon mal gelohnt und sei es nur für den Gag. Ansonsten, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.